Hallo, ich habe übers Netz so eine Empfehlung bekommen. Guck dir doch mal die neue Langeweile-Box der Medienschmiede Brandstätter an. Und die habe ich mir mal bestellt, also ohne ein Abo abzuschließen erstmal. Kann ja vielleicht noch kommen. Die gucke ich mir jetzt mal so ein bisschen an. Mann, das sieht jetzt so aber auf den ersten Blick recht vielversprechend aus. Naja, mal gucken so in die Einzelheiten rein. Mal, möchte ich mal gerne reingucken. Ein kultiger Abschaltknopf. Wahrscheinlich so zum Runterkommen. Erstmal, ja, ist ja schon mal ein prima Start. Ein zerknülltes Wassertrinkpäckchen. Das ist ja nicht gerade einfach gedacht. Einmal leere Seifenblasen. Muss ich jetzt so auf die Schnelle, muss ich das wirklich auch so sagen? Das finde ich irgendwie auch so ein bisschen lustig jetzt. Seltsam. Ein Kugelschreiber ohne Mine? Schwieriger Gegenstand. Ach, jetzt verstehe ich. Wahlweise gibt es auch einen zerbrochenen Bleistift. Ui, was zum Lesen gibt's auch. Also wahrscheinlich im Eigenverlag irgendwie herausgebracht. Also ich muss es so sagen, so, ich überlege mir das Abo. Gefällt mir echt gut, das Angebot der Medienschmiede Brandstätter. Ich denke, ich gucke mal, vielleicht Halbjahresabo erstmal. Erstmal halbes Jahr. Und dann gucken wir mal. Prima Sache, diese Langeweile-Box.